wissen ja, dass leider die Reichen der Welt leider einen ungeheuren Einfluss auf unsere Gesellschaft haben. Über ihre Milliarden erreichen sie die Politik, die Werbung, die Medien, alles kann sozusagen mehr oder weniger deutlich machen ihrer Pfeife. Und das Brot ich esse, das Lied ich singe und so weiter und die Menschen dienen. Und deswegen spreche ich ganz bewusst von Milliardärskönigen, weil die Menschen dienen immer noch auf den Reichen, so wie sie früher den König gedient haben. Ja? Und da ist jetzt der Punkt folgender, dass wir sagen würden, dieser Milliardärskönig, wissen Sie, was passiert durch die Wohlfühlstimme? Als erstes wird der Hausarzt, weil das ist ja kombiniert mit der Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege, und das bedeutet dann, dass der Hausarzt hingehen kann und seine Praxis völlig umbaut, nur noch die Hälfte der Zeit benutzt er für Patientengespräche, den Rest der Zeit macht er eine Gesundheitskommune, einen Gesundheitsclub, einen Healthy Lifestyle Club, wie es manche genannt haben, und dazu lädt er sie dann alle ein. Das heißt, dort lernt man gesund einkaufen, gesund Nahrung zu bereiten, gesund Sport zu machen. Die Sportvereine gehen in die Hausarztkommunen, Sportvereine über, sozusagen, und überall, dann werden Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten stattfinden, die Menschen werden wieder Sozialleben zusammenfinden, aus diesen Kommunen heraus ziehen die ersten Leute miteinander vielleicht wieder in Wohngemeinschaften und Lebensgemeinschaften zusammen, in mehr Generationen wohnen zusammen. Und so breitet sich dann sozusagen eine ganz neue Welt aus, nur durch eine kleine Wohlfühlstimme. Aber meine Zeit ist um. Paula, du bist dran. Ja, da muss man aufpassen, dass man nicht gleich zum Diktator wird. Ja, jeder Mensch hat eine andere Vorstellung vom Leben, weil du sagst, es ist kein Alkohol und kein Rauchen. Ich bin starke Raucherin und gerne Raucherin und ich denke, ich werde über 100 Jahre alt. Das Freiheit über alles natürlich. Ja, tut mir leid. Also da muss man ganz doll auf seine eigenen, weißt du, viele wollen jetzt auch hier eine Veränderung reinbringen, die dann wieder diktatorisch zur Diktatur neigt, sagen wir mal so, weil wir das nur gelernt haben. Also ich gehe jetzt mal hier auf meinen ersten Redner ein. Ich habe auch Thomas, ne? Auch ja. Thomas und Tom, ne? Genau. Also Thomas hat mir in seiner Rede zu viel Angst mit reingebracht. Ich habe die nicht. Sollte auch nicht sein, denn unter Angst kann man Menschen wunderbar kontrollieren und das Warten, da bin ich bei ÖFF, also wir haben hier keine Zeit zu warten, bis wir endlich diese Selbstverantwortung und vor allem gibt es ein Wort, was ich gerne mit einbringen würde, nämlich die Verbindlichkeit. Ja, wir haben eine Verbindung miteinander, mit der Welt und deswegen sollten wir mehr auf das Wort Verbindlichkeit auch eingehen. Man macht diese Gesetze und die Regeln alle, damit man eine gewisse Kontrolle über die Bevölkerung hat. Das ist mir schon klar. Aber wenn der Mensch von Anfang an also ganzheitlich erzogen wird und erkennt, dass er also eigentlich, nicht eigentlich, sondern der Mensch hat die Kraft durch die Liebe zum Leben, ja, das hält uns am Leben, alles zu jedem Zeitpunkt so zu verändern, wie es für die Natur richtig ist. Und die Natur selber, wenn die immer wieder, und das habe ich, glaube ich, vorhin schon gesagt, immer wieder als Gefahr angesehen wird. Natürlich ist ein Leben gefährlich. Ich habe neulich 10 Samen versucht, in die Erde zu tun und zu gucken, ja, 10 gleiche Samen von einer Pflanze. Und von 10 Samen sind 3 erst gar nicht hochgekommen. 2 sind verreckt auf der Hälfte, das andere ist schon 20 cm groß. Da sieht man, wie unterschiedlich auch wir sind, jeder einzelne Mensch. Und was mir hier nicht gefällt, ist einfach dieses Drüberschwappen wollen. Das haben wir halt so gelernt, weil wir einen Erzieher haben, der vorne redet und wir sollen alle gehorchen. Man kann sich den Lehrer auch noch nicht mal aussuchen. Natürlich wäre, dass ein Kind sich die Lehrer selbst aussucht in der Gemeinschaft. Dass er sagt, Mensch, guck mal, dem Opa höre ich gerne zu, der kann mir was Handwerkliches zeigen, die Frau kann mir was vielleicht im Haushalt mehr zeigen. Und das ist es, was wir wieder müssen. Diese Selbstverantwortung und Verbindlichkeit. Alles, was man tut,
jede Reaktion gibt eine, jede Aktion gibt eine Reaktion. Und da muss man sich bewusst werden. Und im Moment sind wir alle gedämpft. Ja. Ja, werde ich gleich wieder drauf eingehen. Tom, du bist dran, gell? So laut wie möglich. Ich stelle dich ja, ich Moment. Bin schon wieder im Schreimodus. Also ich möchte mal auf F.F. und Paula eingehen. Ja. Die sind ja alle offensichtlich schon etwas weiter. Sehen aber auch, glaube ich, nicht, dass es Leute gibt, die ziemlich weit hinten herhängen. Ja. Und diese Entwicklung, diese Selbstentwicklung, gar erst erlernen müssten. Ja, die müssten das auf ein ganz anderes Niveau kommen. Die müssten das beauftragen, ständig Zucker zu fressen. Und was weiß ich, was alles, ja. Der Werbung zu widerstehen und, um überhaupt auf so ein Niveau, wie es der FF schreibt von sich, ja, zu kommen. Ja. Aber was ich da immer gehört habe, ist keine Zeit. Ja, keine Zeit für neue Gesetze, oder wie war das? Ja, also meine Methode erscheint mir die schnellste zu sein. Wir machen Gesetze, ja, und dann habe ich auch den Liebe Milliardärskönig auch geschrieben, das halte ich natürlich, die Wohlfühlstimme halte ich für gut, ja, durchaus zusätzlich als Maßnahme ist es okay, ja, nur Liebe Milliardärskönig wird nicht funktionieren. Der Milliardärskönig, der muss Angst bekommen, und da bin ich bei der Angst, ja, nur die Angst lebt die ganze Geschichte. Ja, nur aus Angst ist der Mensch zu großen Taten fähig. Ja, zu den größten Taten, die Corona-Angst. Er wächst praktisch über sich hinaus, ja, im Ideenreichtum, wie man was machen könnte, durch Angst. Ja, Angst ist eine der stärksten Triebfedern nach der Gier, ja. Erst wenn die Angst größer ist als die Gier, dann wird der Milliardärskönig zu mir kommen und wird sagen, Tom, du hattest doch eine gute Idee, sag mir doch mal, wie das funktioniert. Und dann sind wir bei der Lösung, dann machen wir die Gesetze andersrum, ja. Wir bevorteilen nicht mehr den Stärksten und geben dem alles Geld, damit der dazu bereich ist und macht, was er will, sondern wir begrenzen den Reichtum auf ein bestimmtes Niveau, wo er teilhaben kann, aber nicht mehr die Macht übernehmen. Und dann haben wir es, ja. Okay. Aha. Jetzt ist doch noch mal ein bisschen deutlicher geworden, so dein Standpunkt, ja? Ja, öff, du bist dran. Ja, danke schön. Ja, das passt gut, was meine Vorredner auch gesagt haben. Denn ich glaube, auch die Frage, wofür brauchen wir Gesetze, damit wir das tun aus Notwendigkeit, Verantwortungsnotwendigkeit, was wir eigentlich nicht wollen. Also, wenn man das so auf die Menschen anlegt, diesen Maßstab, dann kann es nicht demokratisch sein. Weil dann sind die Gesetze Spielregeln für eine Hammelherde, die ganz woanders hinrennen will und jemand von oben lenkt sie in die richtige oder verantwortliche Richtung. Es stellt sich immer noch die Frage, auch wie sieht das denn mit denen oben aus und inwiefern sind die anders? Also dass bei denen die Gesetze sie nicht zwingen müssten zur Verantwortlichkeit, sondern dass die freiwillig diesen weiten Verantwortungshorizont hätten. Die müssen ja irgendwie anders sein. Ne? Wenn alle so sind, dann dressieren auch die oben nicht zur Verantwortung für die Welt, sondern für ihre eigenen Gier- und Angstmotive. Und damit komme ich zur Frage, was wäre ein denkbarer Lösungsansatz, auch ein sehr direkter, auch ausreichend schneller Lösungsansatz, der uns dazu bringt, dass die Spielregeln nur Ausdruck unseres Wollens sind, statt Zügel gegen unser eigentliches Wollen. Und das setzt eben voraus, dass wir in uns die Seelenvernunftreife erlangen, dass das, was aufs Ganze gesehen richtig ist, auch das ist, was wir wollen. Das ist, wo wir am meisten uns dran freuen und die höchste Lust empfinden. Ich nenne das eben gern auch Seelenorgasmus dabei erleben. Will ich ein bisschen veranschaulichen? Also erstmal noch ganz direkt gesagt, weder Gier noch Angst dürfen unsere Leitmotive sein, sondern Liebe, Identifikation und Einsicht. Dass das ungeheure Energien sind, die darin liegen, da braucht man nur an Mutterliebe und was weiß ich zu denken. Also die Verbundenheit auch der Verliebtheit und der Zugehörigkeit des familiären Teilens und so weiter. Aus meiner Sicht müssten wir diese Art von Verbundenheit, die Verantwortung erzeugt, die müssten wir einfach aufs Ganze ausdehnen können, so wie eine Menschheitsfamilie. Und ich mache es ganz drastisch noch, was ich meine. Wir müssten dann die Kinder der Zukunft mit berücksichtigen, also nicht auf deren Kosten leben. Und wie ist das möglich,
Da im letzten Gespräch am Samstag hieß es dann, ja, wir können doch nur höchstens unsere eigene Familie, die blutsverwandtschaftliche Familie leben oder vielleicht noch ein paar Menschen mehr, aber wir können nicht die Menschheit lieben. Wie das möglich ist und wie das innerlich am meisten flasht und Lust bereitet, das erkläre ich dann noch genauer im nächsten Beitrag. Ja, super, danke. Ja, ich habe wieder das Bild aufgerufen, den Milliardärskönig, weil ich noch nicht fertig bin, mit ihm zu reden, denn ich muss ja noch über die vom Tom genannte Umweltverschmutzung, Thomas, nennen. Also bei der Wohlfühlstimme ist es quasi so, dass das Statistische Wahlamt und Bundesamt Wiesbaden und den Bundeswahlleiter vertrauen wir ja auch unsere Wahlstimmen an und hoffen, dass es kein Betrug ist, sozusagen. Ja? Wenn das alle, also insofern sozusagen der Bundeswahlleiter würde dann quasi berechnen, um eine Fabrik zum Beispiel herum, ja, werden Kreise gezogen und die Wohlfühlstimmen der nahe lebenden Leute werden, die zum Beispiel durch die Abgase der Fabrik vergiftet werden oder beeinträchtigt werden. Diese werden sozusagen gemessen und natürlich zählen die engeren Kreise, die Leute, die Bürger, die im engeren Kreis wohnen, werden natürlich höher gewichtet als die Leute, die am Rande des Landes, also im größten Kreis sozusagen, sind. Und dadurch kriegen wir ganz genau hin, welche Wirkung, lieber Milliardärskönig, auch die anderen Milliardärskönige auf ihr Leben und ihre Luft und ihre Atemluft und die Atemluft ihrer Kinder und Enkelkinder haben und so weiter. Das heißt, lieber Milliardärskönig, das führt dazu, dass wir alle uns gegenseitig nicht mehr schädigen. Also auch nicht der eine Milliardärskönig den anderen Milliardärskönig mit seinen Giftemissionen schädigt und mit seiner krankmachenden Nahrung schädigt. Ja, warum, liebe Milliardärskönige, warum werdet ihr nicht die von den Altersforschern beschriebenen 127 Jahre alt? Ja, warum werdet ihr so alt nicht? Ja, weil eben sozusagen, weil ihr auch vergiftet werdet. Und das bringt euch die Wohlfühlstimme. Meine Zeit ist um. Ja, ich würde auf den Tom eingehen. Er hat absolut recht, wenn er sagt, es braucht Zwischenschritte. Und ich kann das verstehen, weil anscheinend liegen Öff und ich relativ nahe. Ich bin ein sehr freier Mensch, weil ich von Anfang an Künstlerin war, bin, seit meinem 5. Lebensjahr wollte ich denn sein, das bin ich geworden und bin meine eigenen Wege gegangen, bin mit 16 abgehauen. Ich bin aber in Rumänien geboren und bin mit 3,5 nach Deutschland gekommen. Durch die Wiesen durfte ich das Land dann verlassen. Meine Eltern waren schon in der BRD, also in Westdeutschland, und wir Kinder wurden mit deutschen Devisen, mit der deutschen D-Mark rausgeholt, sozusagen, weil wir ja das Eigentum des Staates waren. Nun, was soll ich zu dir sagen? Also die Natur, weil du geredet hast von diesem Milliardärsgedanken. Was mir da so unterschwellig nicht gefällt, ist dieses Anbiedern. Bitte, bitte, lieber Milliardär, achte doch auf die Welt. So, das gefällt mir gar nicht. Das ist eine unterwürfige Haltung und jeder Mensch hat eine Würde. Das steht ja auch im Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das Problem ist, dass die Menschen ihre eigene Würde überhaupt nicht kennen und nicht damit anfangen. Ich sage euch nur, kurz bevor Ceausescu wurde 89 umgebracht, mit seiner Frau gegen die Mauer gestellt und erschossen, die CIA hat geholfen. Bis zu diesem Zeitpunkt war Rumänien komplett natürlich. Das heißt, es gab keine Glyphosate, es gab keine Dreck, es gab nur natürliches Gemüse, natürliche Pflanzen und natürliche Haltung von Tieren. Was dann passiert ist, ist, dass sie dann in den 90er Jahren allmählich in die EU gekommen sind. Und die EU war ein, wenn man sich erinnert am Anfang, und es ist immer noch so, eine Wirtschaftsunion. Ja, es hat angefangen mit der Atom- und Kohleunion. Ja, nicht vergessen, wo wir hier leben. Niemals vergessen, wo wir hier leben. Und diese Wirtschaft, diese natürliche Wirtschaft, die jeder betrieben hat, vor allem auf dem Land hatte jeder seine 2 Schweine, 15 Hühner, 400 Quadratmeter oder mehr Garten, damit konnte eine 3-Generationen-Familie wunderbar leben. Es sind diese Gesetze, es sind diese
undemokratisch gewählten Institutionen, die hier das implementieren in unsere Gesetze, dass wir Massentierhaltung erst erhalten haben, dass wir Glyphosat erst eingesetzt haben. Also wir müssen keine zwei Generationen zurückgehen und es war hauptsächlich natürlich. Also es ist nicht so schwer, es ist eigentlich leichter, als wir alle glauben wollen. Aha. Ja, darauf werde ich dann nachher gleich eingehen. Tom, du bist dran, gell? Ja, nicht demokratisch, hatte ich eben gehört. Ist schon richtig, ja. Das, was ich da vorschlage, ist auch keine freie Marktwirtschaft mehr. Das ist ganz klar, ja. Warum? Wir haben keine Zeit. Ja, wir müssen das Problem dann recht schnell angehen, ja. Wir müssen Sonnenkraftwerke bauen, wir müssen Entsalzungsanlagen bauen, denn wir brauchen das Wasser im Land. Wir müssen, ja, und Israel macht das ja schon, deswegen, ich stehe in engem Kontakt mit Israel, ich war ja schon dort, ich war eingeladen, wohne dort im besten Hotel in Herzliya, ja, also, ich stehe auch mit der Air Pollution Defense Group von Israel in engem Kontakt und auch mit anderen Wissenschaftlern, ja, deswegen habe ich auch diese ganzen Daten, ja, also ich habe ja diesen riesen Computer und der ist voller Daten und Statistiken, ja. Und ich kann nur sagen, wir müssen Angst haben, ja. Die Situation ist wirklich prekär, ja. Und es geht wirklich um unser Leben diesmal. Und nicht nur um eine Umweltverschmutzung, um Waldsterben oder irgendwas, ja, es geht wirklich um unsere Existenz jetzt, ja. Und, nein, nicht demokratisch, eigentlich schon. Ja, in Deutschland schon. Paragraph 1, Absatz 2, der Mensch hat absoluten Anspruch auf seine volle Gesundheit, ja. Und nach diesem Gesetz, Paragraph 1, Absatz 2, können wir eigentlich diese Entscheidung treffen. Ja. Es ist also, naja, auch im Prinzip demokratisch, aber wir haben gar keine Demokratie. Wir haben eine Finanzdiktatur, ja, ja, die selbst diejenigen diktiert, die das Geld haben. Ja, wir leben in einer selbst auch erlegten Finanzdiktatur. Gut. Ja, danke. Und übrigens, ich blühe dir ja an der Technik. Du brauchst demnächst nicht mehr zu schreien, Tom. Denn ich habe mich jetzt am Telefon lauter gestellt, mit der Telefonmechanik, sodass du ganz normal reden kannst. Ja, du bist dran. Ja, gerne. Also, wir sind uns völlig einig, dass wir keine wirkliche Demokratie haben, sondern hier bestimmen die Lobbys, wie Seehofer sagte, die das Sagen haben, sitzen nicht im Parlament, die im Parlament sitzen, haben nicht das Sagen. Und ich hatte ja schon gesagt, außerdem ist es so, dass Staatsrechtler wie Martin Kriele sagen, wir haben auch deshalb eher eine feudalistische Form von sogenannter Demokratie, weil über den Entscheidungsrahmen die Leute nicht abgestimmt haben. Sie dürfen alle 4 Jahre ihre Stimmen abgeben, aber über den Rahmen haben sie nicht abgestimmt. Also ein Spruch von mir dazu, wer nicht hinter den letzten Vorhang im Marionettentheater schaut, weiß nicht, ob er vorne falsch tappelt. Oder der freie Mensch bestimmt nicht auf einem Schiff nur, ob er nach vorne oder hinten geht. Er will bestimmen, wohin das Schiff fährt und ob er überhaupt drauf sein will. Deshalb bin ich ja ausgetreten aus dem Staat auch und aus diesem Wirtschaftssystem, weil das sind alles Vereinnahmungen, unzulässige, undemokratische, unemanzipierte Vereinnahmungen. Muss man rausgehen, wenn man sagt, man will seine Freiheit, sein Steuerruder selbst in die Hand nehmen. Aber trotzdem, eine Ökodiktatur, die irgendwelche Verantwortungsregeln auferlegt, die die Leute eigentlich nicht wollen, ist eben auch nicht demokratisch. Demokratisch wäre es, wir kriegen in die Leute rein, dass sie diese Steuerung, die aufs Ganze verantwortlich ist, auch selber wollen. Dass sie so für sich ihre Wahlentscheidungen treffen und auch wem sie sich anvertrauen. Also bei Arbeitsteilung oder repräsentativer Struktur in Entscheidungsprozessen. Und da ist mein Punkt wieder, ich wollte ja ein Beispiel mal nennen. Was wir, wenn es nicht für alle reicht, brauchen wir es aber doch für möglichst viele, wenn wir wollen, dass es demokratisch getragen wird. Und vor allem brauchen wir es als Bewusstsein überhaupt erstmal bei denen, die am Steuerruder sitzen oder die Spielregeln machen wollen. Denn wir können es ja vorstellen, 1984, also so eine Big Brother Zukunftsdiktatur, die wäre aus meiner Sicht ökologisch, weil sie will dann die Lebensgrundlagen nicht kaputt machen. Die wäre auch sozial, weil sie will nicht ein aufwendiges Sozialsystem machen, sondern ist doch besser, wenn die Leute da in Nachbarschaftshilfe sich gegenseitig über die Runden bringen. Dass man da keinen Aufwand mit hat.
Aber was ist das, was trotzdem dann der Pferdefuß ist an dieser Big Brother-Diktatur der Zukunft? Dass es eine Willkür-Diktatur-Elite ist, die bestimmt. Und da müssen wir schauen, wie kann das gesichert werden, dass es das nicht ist, sondern eine freie, vernünftige, möglichst von vielen, den vielen auch getragene Verantwortungssteuerung für alle. Aber das ist natürlich sehr schwierig in einer Welt, in der also die Werte